Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Pinkbox Interstellar Edition eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Pinkbox-Team. Und ich darf tatsächlich in diesem Video auch wieder eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Pinkbox kostet so ungefähr 15 Euro, also je nachdem, welche Aboform du wählst, und sie erscheint monatlich. Sie enthält Beauty-Produkte in nettem Wert, um das mal so zu sagen. Und die Beauty-Produkte kommen hauptsächlich aus dem Bereich Drogerie, würde ich tatsächlich einfach dazu sagen. Es gibt tatsächlich auch jetzt den Pinkbox Adventskalender, es gibt auch den Brigitte Box Adventskalender, den Black Box Man, den Beauty Love Box Adventskalender. Schaut einfach mal unten in die Infobox. Den könnt ihr nämlich über mysurprise.de bestellen. Und da gibt es jetzt eigentlich auch noch den Early Bird Rabatt. Habe ich auch auf Instagram geteilt. Da heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Total coole Nummer, weil ich freue mich tierisch auf diese Kalender. Habe sie auch entweder teilweise schon selber bestellt oder in der Kooperation bekomme ich die auch zugeschickt. Und ja, ich freue mich, wenn sie rauskommen. Ich habe jedes Mal einen Flyer mit in der Box, weil es halt eine Kooperation ist. Und hier steht drauf, liebe Claudia. Ganz nach dem Motto, wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das Universum darauf hinwirken, dass du es erreichen kannst, widmet sich die neue Pinkbox dem Thema Interstellar. Lass dich von der Energie der Planeten leiten und hab viel Freude mit den Produkten. Viel Spaß beim Auspacken. XOXO, Laura vom Pinkbox-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ja, kann ich gerade sehr gut gebrauchen, dass das Universum einfach mal mir in die Karten spielt, um das so zu sagen. Wir haben neben der Pinkbox auch tatsächlich hier einmal den Flyer von mysurprise, dass da entsprechend die Adventskalender auch verfügbar sind. Und bis zum 30.09. erhalten wir den Early Bird Rabatt von 20%. Also seid auf jeden Fall schnell. Außerdem haben wir hier noch ein Heftchen drin, Shopping and Lifestyle. Da sind so ein paar Shopping-Gutscheincodes drin. Und wir haben dieses Mal mit drin ein Magazin. Wir haben immer ein Magazin mit dabei und es wechselt immer so ein bisschen. Die September-Edition der Geo-Saison. Kostet normalerweise in Deutschland 7 Euro. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil das ist ein Magazin mit Landschaftsaufnahmen. Nachhaltig gut vom Glück des grünen Reisens. Ich liebe es. Ich liebe die Natur. Ich bin totaler Naturmensch. Und ich gucke mal, ja, sowas, ne, spiegelt das dann so ein bisschen wieder. Mag ich richtig gerne, dass das auch mit in der Pinkbox ist, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Aber jetzt widmen wir uns endlich mal der Pinkbox, die echt schön aussieht. Das ist ein Special Design und ich weiß gar nicht, steht hier irgendwo, ja, hier steht Pinkbox ganz klein drauf, aber das ist dann auch eine super schöne Geschenkverpackung tatsächlich. Jetzt entferne ich einfach mal den Deckel und im Deckel steht immer drin, du bist schön. Das ist immer so ein kleines Kompliment, was man dann einfach jeden Monat auch bekommt, was ich echt nett finde. Und jetzt riechen wir erstmal, was das Universum uns geruchstechnisch zu bieten hat. Papier und Pappe. Genau, dann mache ich jetzt hier einmal das Schleifchen auf. Das ist richtig schön. Dann haben wir hier ein UFO. Sieht man das? Das finde ich super witzig gerade übrigens. Ja, ein UFO als Klebi, der das Seidenpapier zuhält. Oh, ich habe es aufgerissen. So, dann entferne ich mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und die Box ist schwer und prall gefüllt. Finde ich echt cool. Ich habe mittlerweile gelernt, dass die Inhalte der Pinkbox auch minimal variieren können. Das heißt, ich werde auch das Heftchen mir zur Hand nehmen, um zu schauen, ob da gegebenenfalls auch Alternativprodukte in anderen Boxen drin sein könnten. Und hier haben wir dann nochmal das Intro, sage ich mal. Hallo Pink Lady, ferne Galaxien, funkelnde Sterne und mystische Planeten haben uns schon immer fasziniert. Sie dienten uns als Inspiration für die Pinkbox Interstellar im Special Design. Was dich in der Box erwartet? 5 Beauty-Highlights, um die dich Aliens garantiert beneiden würden. Freuen kannst du dich unter anderem auf außerirdisch schöne Haut, ein galaktisch frisches Duscherlebnis und Make-up-Looks, die zum Abheben gut sind. Übrigens, auf Seite 8 und 9 erfährst du mehr über faszinierende Sternbilder. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken, dein Pinkbox-Team. Das ist ja interessant. Okay, also Sternbilder. Ach, guck mal. Also das Einzige, was ich im Himmel entdecke, ist tatsächlich der große Wagen. Alles andere entdecke ich tatsächlich nicht. Dann haben wir hier nochmal die Informationen zu den Adventskalendern.
Und ich werde demnächst mal die Augen offen halten, denn wir wohnen auf dem Land. Bei uns kann man tatsächlich die Sterne echt schön sehen. Gut, jetzt nehme ich mal das erste und schwerste Produkt raus. Pink Pomelo Rose. Ein Duschgel mit Grünteeextrakt von Triacle Moon. Das ist dieses hier. Das sind immer diese riesengroßen Tuben. Und ich weiß nicht, ne, das sieht auch so ein bisschen hier dann aus wie, ja, das ist dieses, ne, ich glaube, man kann da zwei verschiedene Sachen drin sehen. Zum einen, entweder siehst du hier so einen Kelch oder zwei sich küssende Gesichter. Ich weiß nicht, ist das das? Wie heißen diese Gebilde nochmal, weiß ich jetzt gerade nicht. Hier haben wir 375 Milliliter drin. Das heißt, es ist nicht diese typische 500 Milliliter Größe. Ich weiß nicht, ob Triacle Moon jetzt mittlerweile umgestellt hat auf kleinere Verpackungen. Würde mich persönlich freuen, denn ich mag es lieber, wenn es kleinere Sachen sind, weil die besser in die Dusche passen. Denn ich habe in der Dusche nur eine Ablage. Die andere ist für meinen Freund und Sammy. Die teilen sich das. Riecht sehr, sehr angenehm fruchtig, aber tatsächlich auch mit einem Hauch Rose. Die Eiswürfel klirren fröhlich in unseren Gläsern. Drei Mädels, 2 Quadratmeter, Balkon und eine laue Sommernacht. Was für ein herzerfrischender Cocktail. Richtig cool, ne? Das finde ich nett, das mag ich. So, hätten wir anstatt des Duschgels was anderes drin haben können? Nö, das ist das Einzige. So, dann haben wir hier von Golden Skin Caviar Day Cream von Etrebelle. Oh, 15 Milliliter. Also ich glaube nicht, dass das eine Drogeriemarke ist, um mal ehrlich zu sein. Und das ist eine samtige Tagespflege aus Kaviar und Gold. Das ist hochwertig und hochpreisig, Leute. Und hier habe ich jetzt auch kein Alternativprodukt in meinem Heftchen drin stehen. Das finde ich ja cool. Kaviar, ne? Das ist dekadent. Hallo, hallo. Ja, kommt hier mit so einem kleinen Rausdrucktypchen und ja, ich mache Tagescremes immer nach und nach auf und nicht alle aufeinander, weil sonst kippen die irgendwann. Das ist bei mir ein bisschen schwierig. Ich kann euch hier oben mal mein Video verlinken mit meiner Pflegesammlung. Dann haben wir hier etwas, das hat mich, ja gut, I Want You Naked, Naked Oil Virgin Coconut and Tangerine. Das ist ein Bodyöl, ein Körperöl. I Want You Naked ist auch eine ziemlich hochpreisige Marke, mit 50 Millilitern ist das hier drin. Soweit ich weiß, war das letztes Jahr im Eis.de Adventskalender oder im Amorelie Adventskalender, keine Ahnung. Auch hier kann ich euch ein entsprechendes Video im i einmal verlinken. Also Kokosnuss ist nicht ganz so meine Welt. Rose wäre aber mein, Tangerine wäre aber gegebenenfalls meine Welt. Aber ich rieche tatsächlich gar nichts raus. Muss ich mal gucken. Und jetzt kommt ja auch die kältere Jahreszeit, sagte sie und hatte ein Sommerkleid an. Ja, heute war es auch noch warm. Aber jetzt wird es wieder kälter. Und dann wird meine Körperhaut auch noch ein bisschen trockener. Und dann kann ich das sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann sind Körperöle auch echt mein Ding. Ja. So, als nächstes haben wir ein Produkt drin von... Oh, Look by Bipa Metal Liquid Liner Waterproof. Ich würde es feiern, wenn da wirklich Türkis wäre, ne? Das fände ich echt cool. Ich hatte mal ein Paket mit der lieben Alina Jasmin gemacht. Das kann ich euch auch mal hier oben im i verlinken. Da hat sie mir ganz viele Produkte von Look by Bipa geschickt. Das sind, also in einem Tauschpaket, ne? Das ist quasi eine Drogerie in Österreich. Die haben wir hier in Deutschland ja gar nicht. Deswegen finde ich es ganz cool, dass wir sowas mit drin haben. Und wir hätten tatsächlich auch verschiedene Produkte von Look by Bipa drin haben können. Also den Liner in verschiedenen Farben. Und das andere dürfte ein Highlighter sein. Ein Strobing Ball. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dann gucke ich mir den mal an. Ah, das scheint ein Dip-Eyeliner zu sein, wenn man das so aufdreht. Oh, mega geil. Mega geil. Das finde ich cool. Swatchen wir mal. Okay, da kommt jetzt nicht die meiste Farbe runter, Leute. Hä? Passt auf jeden Fall zum Motto Interstellar. Weil... Ja, aber die Konsistenz gefällt mir nicht so. Also er würde von der Farbe her und von diesem Metallischen her auf jeden Fall dazu passen. Aber das scheint sehr schwierig dann aufzutragen zu sein. Muss ich auf jeden Fall mal in einem Look integrieren und testen. Als nächstes haben wir hier etwas drin, gehört für mich einfach nicht in eine Beautybox, eine Humble Brush. Also das bringt mich jetzt tatsächlich nicht ins nächste Universum rein. Es ist eine Zahnbürste, sie besteht aus Bambus, der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Es ist nachhaltig, es ist toll, es ist nice. Ja, ja, aber es ist eine Humble Brush, es ist eine Zahnbürste, ne? Ich mag nicht so gerne Holz im Mund haben.
Und das ist eine Zahnbürste. Okay, und wir haben noch ein Getränk hier mit drin. Und zwar 28 Black Sour Cherry. Das ist ein Energy Drink, den ich mir jetzt um 19.33 Uhr an einem Mittwochabend nicht gönnen möchte. Aber ich mag total gerne diese Energy Drinks von 28 Black. Ich finde die echt lecker. Doch, muss ich wirklich sagen. Finde ich ganz gut. Und entweder wird mein Freund das morgen trinken oder ich werde mir das gönnen. Das muss ich mal gucken. Und ja, weil er halt auch super gerne sowas mag. Und das war jetzt tatsächlich auch schon die Pink Box. Sie hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich gestehen, aber ich finde den Inhalt auf jeden Fall brauchbar und gut. Du hast dekorative Kosmetik mit dabei, du hast was für den Körper dabei, fürs Gesicht, du hast ein bisschen was zum Naschen mit dabei. Es war auf jeden Fall eine bunte Mischung. Mir persönlich hat jetzt so ein bisschen das Kabam gefehlt, wobei der Eyeliner quasi das Highlight-Produkt sein soll, ne? Also das Kabam-Produkt. Ja, ist okay, hat mich nicht von den Socken gehauen, aber ne, ich bin gespannt, was es dann nächsten Monat geben wird. Diesen Monat war es dann eher so von der Verpackung schön, die Box, aber von innen okay. Ist jetzt traurig, aber wahr. Ihr Lieben, das war jetzt auf jeden Fall mein Unboxing und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!